Vielen Dank, Herr Präsident. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Kinderlärm ist Zukunftsmusik. Dieser Spruch klingt vielleicht mittlerweile ein bisschen abgedroschen, aber er ist deswegen nicht minder wahr. Kinder brauchen Freiräume, um sich entwickeln und sich und ihre Umwelt erfahren zu können. Und Kinder haben auch ein Recht zu spielen. Und die Privilegierung von Kinderlärm in Kitas und auf Spielplätzen trägt dabei einer gesellschaftlichen Entwicklung Rechnung, die Kindern eben diese Freiräume auch ermöglichen will. Und dieses Ziel teilen natürlich auch ausdrücklich Landesregierung, die sie tragenden Fraktionen. Und ich denke, dass auch alle Fraktionen in diesem Haus sich dieser Auffassung anschließen können. Und ich denke darüber hinaus, dass ich auch ebenfalls für alle Fraktionen sprechen kann, wenn ich sage, dass es gleichermaßen unser gemeinsames Anliegen ist, Kinder und Jugendliche in Bewegung zu bringen. Denn Sport, Spiel und Bewegung sind ein zentraler Baustein für eine gesunde Entwicklung von Kindern und Jugendlichen im Bereich der physischen, der psychischen und der emotionalen Entwicklung. Und trotzdem, Kollege Weske hat das ja mit zahlreichen Beispielen ausgeführt, kommt es immer wieder zu Konflikten zwischen Sportvereinen und Anwohnerinnen und Anwohnern. Nicht zuletzt die städtische Nachverdichtung und die damit heranrückende Wohnbebauung führen oftmals zu Konfliktlagen zwischen den Interessen des Sports auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite den nicht minder berechtigten Ruhebedürfnissen von Anwohnerinnen und Anwohnern auf der anderen Seite. Und problematisch ist dabei nicht nur der Lärm, der direkt durch den Sport und auch übrigens hier im Haus ganz schön hoch ist, der Lärm, der nicht nur vom Sport selbst ausgeht, sondern eben auch der Lärm durch die An- und Abfahrten, durch Lautsprecheransagen und auch und gerade durch Feiern, die auf Vereinsgeländen am Wochenende ausgetragen werden. Meine Damen und Herren, ausdrücklich nicht geht es mit diesem Antrag aber darum, pauschal die Emissionswerte für Sportstätten zu erhöhen. Einem angestrebten Interessenausgleich zwischen Sport- und Wohnbedürfnissen wäre so sicherlich nicht angemessen Rechnung zu tragen. Vielmehr geht es darum, den Lärmschutz an die veränderten gesellschaftlichen Realitäten anzupassen. Darin stimmen wir auch mit dem Präsidium des Deutschen Städtetags überein, die ebenfalls einen fairen und langfristig tragfähigen Ausgleich zwischen den Interessen der Sportlerinnen und Sportler und den Anwohnerinnen und Anwohnern anstreben. Und ein solcher Ausgleich, so der Präsidiumsbeschluss, schließt eine unbeschränkte Nutzung von Sportanlagen ebenso aus wie deren Verdrängung an die Peripherie. Kollege Weske hat das auch gerade schon angesprochen. Und ein Interessenausgleich scheint aber nur dann möglich, wenn die unterschiedlichen Interessen auch in einen Dialog einbezogen werden. Deshalb fordern wir mit diesem Antrag die Landesregierung auf, im Anschluss an die ja bereits bestehende AG Sportlärm die gemeinsame Konfliktlösung im Rahmen eines runden Tisches unter Einbeziehung des Sports und der kommunalen Spitzenverbände weiterzuverfolgen. Ein erster Ausfluss eines solchen Dialogprozesses unter Einbeziehung der unterschiedlichen Interessen ist ja bereits der Erlass zum Altanlagenbonus gewesen, der an dieser Stelle ein richtiger und wichtiger Schritt gewesen ist. Trotzdem erscheint es uns aber sinnvoll, hier noch mal weitere Informationsarbeit zu leisten, um damit auch Handlungssicherheit vor Ort zu gewährleisten und über die Rechtslage zum Umgang mit bestehenden Sportanlagen zu informieren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Bundesgerichtshof hat gestern entschieden, dass Kinderlärm, der in diesem Fall konkret von einem Bolzplatz einer Schule ausging, zu akzeptieren ist und kein Mietminderungsgrund darstellt. Und ich finde, das ist ein gutes Zeichen für eine bewegte Kindheit. Es gilt aber darüber hinaus auch zu prüfen, ob sich diese Regelungen auch für Sportplätze ausweiten lassen. Kinderspiel und Kinderlärm sollten nicht unterschiedlich bewertet werden, je nachdem, wo die Kinder spielen. Und darüber hinaus gilt es auch, die Ruhezeiten an Sonn- und Feiertagen, die ja bekanntermaßen im Moment zwischen 13 und 15 Uhr liegen, zu überprüfen und geänderten gesellschaftlichen Lebens- und Arbeitsgewohnheiten anzupassen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen von den Freien Demokraten, noch ein Satz zu Ihrem Antrag. Aus unserer Sicht hätten Sie sich ja unserem Antrag einfach anschließen können. Denn soweit es um die Privilegierung von Kinderlärm geht, sind wir da ja durchaus einer Meinung. Allerdings erscheint mir der Verweis, den Sie dann noch da reingebracht haben zum LEP, doch ein klein wenig konstruiert und weniger Ihrem Engagement für den Kindersport geschuldet, sondern mehr der Tatsache, dass es im Moment ja gerade eine breite Debatte darüber gibt und Sie da irgendwie auch noch so einen Beitrag dazu leisten wollen. Und in sich, vielleicht nicht unterkomplex, aber dafür haben Sie sich dann in Ihrer Unterkomplexität oder Überkomplexität selbst verwirrt, denn ich finde, das ist nicht ganz schlüssig, was Sie da schreiben. Auf der einen Seite, und da gebe ich Ihnen recht,
gehören Sportstätten natürlich nicht in die Peripherie, sondern gehören in die Quartiere, weil wir die Quartiere und die dort lebenden Menschen bewegen wollen und in Bewegung bringen wollen. Darin stimme ich Ihnen zu, keine Frage, aber dann verweisen Sie darauf, dass der LEP die Einrichtung von Sportanlagen eben in diesen Anlagen erschweren würde. Mal abgesehen davon, dass das so nicht ganz zutreffend ist, erschließt sich zumindest mir diese Logik nicht. So sollen die Sportanlagen denn jetzt hin, in die Peripherie oder nicht in die Peripherie? Ich schlage vor, stimmen Sie im Interesse der Kinder unserem Antrag zu und verzichten Sie auf weitere politische Scharmützel. Vielen Dank.